Oh, Servus, was macht man bei so einem verregneten Tag wie heute? Wir machen die Goldbeute. Es ist oft genug nachgefragt worden und ich habe es euch versprochen. Gott sei Dank haben wir ein paar nachgefragt, nachgehakt. Ich hätte die Goldbeute eigentlich mit dem wäre im Vernebler mit dabei gewesen. Also ich hätte die jetzt nur eigentlich vernebelt. Ja, mit dem Rabbi-Vernebler. Aber durch das, dass es nicht jeder hat und nicht jeder sich gleich zulegen will, zeige ich euch mal, wie ich an der Goldbeute die Ameisensäurebehandlung mache. Keine Dramatik, finde ich. Ich verwende wie immer meinen nassen Heider, horizontal, ohne Schraubverschluss, ganz einfach. Bitte achtet drauf, das ist jetzt ein alter hier. Erstens, dieser Docht muss immer schön unten liegen und das ist nicht der ganz schlichte. Es gibt noch einen einfacheren wie den. Da ist nämlich dieser Tropfdocht nicht da. Seht ihr es? Hier, das tropft hier auf das Vlies. Gefüllt wird das Ganze mit 180 Milliliter Ameisensäure und das war's. Ich habe jetzt schon mit ein paar darüber diskutiert, wieso das zwischen Professional und den neuen so viel Unterschied gibt, so einen gravierenden zwischen 300 Milliliter, 280 Milliliter und der hat ja nur 180. Ich verwende ihn seit wirklich Jahren und ich habe keine Beanstandungen. Ja, er ist für mich genau das Mittel meiner Wahl. Ja, vielleicht liegt es eben daran, dass der bei mir durch meinen Standort und einfach perfekt passt. Ja. Ich habe da den mittleren Docht drin, da wird alles behandelt damit. Zwei zeige ich, eins zeige ich, alles. Einzige, die Ablegerkiste mit sechs Rähmchen, da mache ich den kleinen Docht rein. Sonst immer gleich. Immer. So, aber jetzt gehen wir an die Goldbeute. Wir schauen die jetzt erstmal durch, dass wir jetzt sehen, wie schaut es vorher aus und wie schaut es nach der Behandlung aus. Weil ich glaube, das ist sehr interessant für manche. Dass man nicht nur sieht, ja, der behandelt jetzt und vorbei ist, sondern man sieht wirklich, der hat jetzt behandelt. Oh, und jetzt ist er fertig und jetzt sieht das Volk so aus. Ja? Ich kann leider da keinen Varroa-Schieber hier in diese Goldbeute einschieben. Wahrscheinlich ging es vorne übers Flugloch, ja, dass ich ein großes Blatt Papier reinschiebe, würde wahrscheinlich funktionieren, aber bei mir jetzt hier nicht, weil. Das hier in das Häuschen eingebaut, was heißt eingebaut, der steht hier vor der Wand und in der Wand ist nur so ein kleiner Schlitz. Da fliegen sie rein und raus und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber interessiert mich auch eigentlich gar nicht, was an Varroen fällt, weil ich muss die Behandlung so oder so machen. Ja. Draußen, das wird interessant werden bei dem Dadant-Volk. Entweder das Dadant oder das Zerdant-Volk. Eins von beiden werde ich mit der Oxalsäure fertig behandeln, beziehungsweise die sind schon fertig, ja, mit der Oxalsäure. Und da werde ich eins von den beiden werde ich trotzdem zusätzlich nochmal mit der Ameisensäurebehandlung machen, um einfach zu sehen, was hat uns die Oxalsäure gebracht? Sind die Völker so gut wie milbenfrei? Also sind wir auf dem Level, wo wir gern haben möchten? Oder fallen da jetzt immer noch Hunderte Varroen, tausende Varroen und die Oxalsäurevernebelung hat einfach nichts gebracht. Ja, die Blockbehandlung. Was ist das hier? Um das einfach mal zu klären und zu zeigen, mache ich das so. Dann noch kurz vorneweg, bevor wir hier angreifen, weil viele haben ja das letzte Video gesehen da oben mit der Königin. Ja, natürlich, ich gebe euch recht, ich hätte jetzt einfach eine Königin von mir nehmen können und da einweisen. Ja, hätte ich machen können. Ist. Aber was bringt euch das? Ne? Nur das, nur zum Verständnis, bringt euch gar nichts. Ja, hat eine neue Königin rein und Fall erledigt für mich. Nein, ich will euch zeigen, ich bin mir sehr zuversichtlich, dass dieses Volk sich noch eine neue Königin zieht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die auch noch begattet wird. Wenn es nicht so ist, dann habe ich Pech gehabt. Muss man ganz ehrlich sagen, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn im Normalfall funktioniert alles und dann wollen wir uns das Volk einfach anschauen, was passiert damit? Wie schaut es nächstes Jahr im Frühjahr aus? Ja, das ist doch das, was eigentlich für euch interessant ist. Mustervölker kann ich euch da
etliche zeigen, ja, da wo ich sage, oh, schaut, super Brutnest, boah, Königin da. Aber jetzt gibt es einen kleinen Cut und schauen wir uns erstmal die Goldbeute an, wie viel Futter ist da, wie sieht es mit der Brut aus und. Ja, was hat sich da getan? So, dann greifen wir mal unsere Goldbeute an. Ich hole schon ein bisschen Rauch von draußen. So, dann machen wir mal hier auf. Gibt es ein bisschen Rauch, vorsichtig. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, was die Ladies da machen. Ja, geht's runter. So, sieht wirklich sehr gut aus. So, Folie ist weg. Weil ich habe endlich meine Folie gemacht. So. Ich habe jetzt zwei Teile Folie und jetzt fangen wir mal hier hinten an. Die Rähmchen nur, dass wir wieder zusammen sind, das sieht man danach auch gleich. Das waren die, wo sie im Honigraum schon angefangen haben zu bauen. Da machen sie zurzeit nichts mehr. Nur ein paar vereinzelte kleine Bienchen sind da drauf. Schauen wir uns das mal an. Warte mal, ich drehe euch her. Dann schauen wir mal von hinten nach vorne durch. Ja? Also das ist nur Futter. So, das ist hier auch nur Futter. Also da haben sie noch nicht wirklich viel gemacht. Und jetzt wird es immer mehr normalerweise. Ich vermute ab hier oder hier müsste es mit Brut beginnen. Auch nur Futter. Ja, die ziehe gar nicht weiter raus. Brauche ich ja gar nicht. Sie sind sehr ruhig. Das ist ein sehr liebes Volk. Auch nur Futter. Aber denkt an meine Worte. Ich tippe Ende September ist die Hütte komplett genagelt voll. In 4 Wochen. So. Ja, das sieht schon jetzt ein bisschen mehr aus. Auch Futter. So, dann gehen wir das nächste. Aber die dürfen ruhig Futter haben jetzt. Die dürfen ruhig Futter haben. Die dürfen sich in Sicherheit wiegen. So. Schön ruhig. Ah, hier glaube ich haben wir schon Brut. Ich glaube, dass wir hier schon Brut haben, oder? Nein, Futter, das ist komplett Futter. Richtig fett und schwer. Da werde ich vielleicht noch eingreifen. Und werde die vollen Futterrähmchen nach links machen. Eins habe ich mir schon vorgenommen bei der Goldbeute. Ich werde das Volk nicht in die Mitte setzen. Beziehungsweise ich werde das Volk generell nicht bestimmen. Ich werde das Volk frei bestimmen lassen, wo sie den Hauptwintersitz haben. Aber es sieht alles, deutet darauf hin, dass die hier rüber gehen. Ah, das ist schon um einiges leichter. Futter. Oh, die haben viel Futter. Die haben viel Futter. Aber lieber zu viel wie zu wenig. So, wieder schön langsam rein. Ich glaube, dass jetzt dann hier. Ja, was willst denn du? Da will mich eine attackieren. Also, die fliegt mich die ganze Zeit an. Komm, geh rein. Geh rein, ja. Du auch. Du auch. Da rein. Husch. Das ist eine junge Biene, die kann doch nicht richtig fliegen. Ja, bleib drin. Schön Sitz machen. Man muss sagen, die meisten sind jetzt daheim. Draußen regnet es in Strömen immer wieder. Ja, hier haben wir Brut. Und hier haben wir auch Brut. Okay, das sieht gut aus. Da ist jetzt nicht zu viel Brut drauf.
Dann nächstes. Holen wir schon ein bisschen Rauch. Die kommen wir zu. Also die sind wir, was heißt, die sind immer noch sehr ruhig. Aber ich will, dass sie unten bleiben. Wir lassen, dass die Sache so entspannt wie möglich für alle Parteien darum geht. Also die kriegen auf jeden Fall jetzt kein Futter mehr. Das habe ich schon gesehen. Also oh ja, hier ist auch Brut. Brut, Brut, Brut. Nächste Rämpchen ist auch so voll mit Brut. Okay. Dann lasse ich das nächste gleich mal aus. Das schiebe ich jetzt nur rüber, das nächste. Weil das habe ich ja jetzt schon von oben gesehen. Sieht ungefähr so aus wie das hier. Und dann holen wir uns das übernächste. So, schön hinschieben. So, jetzt holen wir uns das hier. Somit, komm, geh runter da. Ja, die Folie muss ich, die zweite Folie vom Honigraum, muss ich noch etwas kürzen. Auch Brut und viel Futter. Also da würde ich fast schon sagen, die sind schon fast vom Futter her so weit. Die sind überwinterungsfähig. Komm, geh weg da. Dann schauen wir uns das hier, das sehe ich nicht ganz so gut hin. Und das hier. Schauen wir uns das mal an. Das sieht doch auch gut aus. Schön mit Brut. Ja. Und schöne dicke Futtergrenze sind da jetzt da. So will ich das haben um die jetzige Jahreszeit. Schöne fette Futtergrenze. Volk soll niemals hungern. Komme was wolle. Komm, geh runter. Auch komplett mit Brut. Hier auch. Sieht genauso aus. Das ist komplett bebrütet. Zum Vergleich für die Zanderimker, die das Video schauen. So ein Rähmchen ist ein kleines Stück nur kleiner wie ein Zanderrähmchen und hochkant. Also, ich bin zufrieden. Weiter brauche ich gar nicht schauen. Dann schieben wir das mal wieder zusammen. Bauen wir das alles wieder schön zusammen, so wie es sein soll. So. Passt. Das muss man ein bisschen rüberrutschen. Passt. So soll es sein. So, das freut mich. Also, wie gesagt, die Goldbeute macht mir wirklich Freude. Die macht mir wirklich Freude. So rum. Das hier ist übrigens das Loch, wo ich verneble. Über das Loch. So, dann mache ich den Deckel drauf und dann schauen wir uns den Honigraum an. So, dann schauen wir uns den Honigraum mal an. In dem Honigraum sind immer noch die Rähmchen. Da haben sie jetzt zwar nichts gebaut, gar nichts. Da ist die Futterschüssel noch. Warte, ich hole euch mal schnell rüber, dass ihr das auch seht. Da ist die Futterschüssel. Also von dem her, das passt. So, und jetzt geht es darum, wie kriegen wir da unseren Nassenhalter rein. Also, ich mache da jetzt gar kein großes Tamtam draus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind viele Bienen dran.
stelle jetzt mal die Rämchen hier raus. Die braucht man nämlich nicht mehr. So. Komm, geh runter. Der Kleine wieder. Komm, da, an die Wand mit dir. So. Also alles raus. Die bauen hier schon, also sie machen hier schon Bauketten. Das heißt, die wollen nach hinten in den Honigraum bauen. So, dieses Sheet kommt auch gleich raus. So. Das ist nicht schlecht hier. Ich kann mich hier auf den Stuhl setzen für die Goldbeute. So, und jetzt zeige ich euch gleich, zwei Rämchen brauche ich, dass ich, warte mal, ich muss mich ein bisschen nach unten drehen. Ich muss euch ein bisschen nach unten drehen, dass ihr das auch seht, was ich da mache. Die brauche ich für den Vernebler, für den Nassenhalter. Habt ihr das eiskalt angekittet, das Stückchen? Ihr seid mir vielleicht welche. Komm, geh runter. Das legen wir hier hin. Okay, die Futterschale, was machen wir mit der? Die lasse ich dann hier drin stehen. Die werden sie jetzt nicht einfach so aufgeben. Ich habe ja die Nassenheider bei mir in Zanderrämchen, ja. Hier, in Zanderrämchen. Also, brauche ich mal schnell ein Muster, dass ich das ein bisschen abschätzen kann. Das hier kann auch raus. Prinzipiell kann eigentlich alles raus. So, da brauche ich noch ein zweites Rämchen. Und jetzt schätze ich mir das hier ab, wie es am besten passt. So, seht ihr das? Könnt ihr es sehen? Ja. Also ich habe jetzt hier einfach ein Goldbeutenrämchen hier ganz hinten hergestellt. Mit ein bisschen Druck, das ist richtig fest drin. Das hier auch richtig fest drin. Das ist mein kleines Musterrämchen. Fertig. Ja, das ist ein Zanderrämchen. Und was macht man jetzt? Die Ameisensäurebehandlung. Meine Nassenheider. Horizontal, der ist schon befüllt. Der Docht passt auch schon. Ich nehme den, hänge den ein und lasse den hier hängen. So. Dann meine Faustformel. Ist immer die Verdunstungsfläche vom Nassenheider. Das habe ich mir selbst so eingebildet und ich halte mich da dran und es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es an dem liegt oder nicht, aber ich habe so als Faustregel, ich hänge diesen hier niemals ans Brutnest. Also niemals ans Brutnest. Und wenn ich zum Brutnest hinkomme, dann zum Rand vom Brutnest circa 15 cm weg. Ja, das wäre jetzt so in die Mitte vom Honigraum. Und das war's. Ja. Jetzt kommt die Folie wieder drauf, Deckel drauf, Fall erledigt. Und in 10 Tagen oder beziehungsweise 12, 13 Tagen schauen wir da mal nach, wenn er durch ist, und dann schauen wir uns das Brutnest wieder an. Ja. Und das war's dann auch mit der Ameisensäurebehandlung der Goldbeute. Der Boden ist geschlossen, das Flugloch bleibt auch unverändert. Ich vertraue da wirklich voll auf die Ladies, dass die das mit dem Ventilieren gut hinbekommen. Der Leerraum habe ich auch wieder. Ja. Die meisten machen ja das nicht mit der Leerzeige. Ich habe mir das angewohnt mit der Leerzeige. Und bei der Goldbeute habe ich ja hier auch meine Leerzeige, meinen leeren Raum, um einfach die Konzentration etwas abzupuffern. Ja, dass das nicht gleich so Bombe reingeht. Das kann sich hier schön und dann durch die Waben durchziehen. Ja, ja, dann war es. Machen wir zu die Hütte. So. So, das war's jetzt. Wir haben sie mal durchgeschaut. Wir machen jetzt gerade die, wie gesagt, die Ameisensäurebehandlung. Und jetzt werden wir sehen in 12 Tagen. Also ihr könnt euch schon mal so ein bisschen in den Kalender eintragen. Wahrscheinlich wird dann so in 14 Tagen auch
nach diesem Video das nächste Video kommen, weil ich das dann durchschaue. Ja? Ich blende euch unten wieder das Datum ein, beziehungsweise wenn ich kein Datum einblende, dann bitte verzeiht es mir, ich habe es vergessen. Dann schaut einfach, wann ich es hochgeladen habe, und das Video ist wirklich nicht älter wie 5 bis 6 Tage. Definitiv nicht, weil ich mache die ja immer am Wochenende und das wäre sonst für mich Chaos pur. Es gibt nur ein einziges Video, das kommen wird, das ist über die Mini Plus. Das wurde geräubert und da mache ich euch ein ganzes Video drauf. Räuberei, was macht man, was habe ich getan, wie geht es dem Volk jetzt? Ja? Wann sind wir über den Berg? Und so eine Zusammenfassung mal. Ja? Gut, ich mache dann noch die Ameisensäurebehandlung an Dadant-Volk oder Zadant. Das würfle ich jetzt dann aus und dann war es schon. Ja, halt, nein, ich muss noch, mein Kameravolk muss ich auch noch behandeln. Das Kameravolk und die Easy B-Box muss ich auch noch behandeln. Und die Easy B-Box wird behandelt wie vom Hersteller der Easy B-Box. Also ganz einen einfachen Grund, weil bei der Easy B-Box ist der Kollege hier dabei, in kleiner Form oder auch in der Form, also ja, ist der Kollege dabei. Und aus dem Grund will ich einigermaßen beim System bleiben, das die Hersteller vorgeben, weil es sind ja viele da draußen, die mittlerweile das Video von mir schauen, um ein bisschen Hilfestellung zu bekommen und einfach, ja, ein bisschen Bestätigung, Sicherheit oder wie auch immer. Ich mache es gern und aus dem Grund werde ich die Easy B-Box auch mit der Ameisensäure behandeln und mit dem Liebig-Dispenser. Und das Kameravolk kriegt auch einen nassen Heider standardmäßig und die anderen werden ja ganz normal vernebelt. Außer eins von den beiden da draußen, das wird noch mit Ameisensäure, einfach nur wegen einem Referenzwert. Dass man weiß, ja, es hat funktioniert. Nein, es hat nicht funktioniert. Ja? Einfach nur für euch, dass ihr seht. Und ja, das war's. Jetzt habe ich eh, ich sehe gerade, ich muss mir da irgendwas überlegen, dass ich nicht so viel laber. Dann sage ich, wünsche euch einen schönen Tag oder wie auch immer. Schaut gern mal wieder vorbei bei allen anderen Videos. Ihr könnt es auch als Tipp von mir, ich habe ja Playlists, ihr könnt auf Playlists klicken. Schaut mal, ob da was für euch dabei ist, wenn ihr bestimmte Videos sucht. Die Playlist wird immer mehr und ich sortiere die auch jetzt immer mehr. Da sind dann die verschiedenen Beutensysteme drin, das sind wirklich kleine Tipps und Tricks, habe ich ja auch eine Playlist, wie man manche Sachen einfach leichter lösen kann oder wie auch immer. Ja. Und da kommt mittlerweile, wird das schon eine gigantische Sammlung und die bin ich gerade am Sortieren und es ist viel, es ist verdammt viel und da muss ich nächstes Jahr noch systematischer rangehen, dass ich es euch ein bisschen leichter mache, wenn ihr ein Problem habt, dass es leichter zu diesem Problem kommt und das dann auch seht, wie man das vielleicht lösen könnte. Ja. Dann tschüssi und wir sehen uns.